Der Verein Unternehmen 1230 lud zur Sommersonnenwende beim heurigen Weindorfer im 23. Bezirk in Wien. Drei bekannte Wiener Linedance-Clubs stellten sich ein und präsentierten ihre Showauftritte. Die Band Rhythm for Boots unterhielt musikalisch das Publikum. Viele Songs ihrer neuen CD Country Inside fanden bei den Gästen großen Anklang. Wir fühlen uns natürlich sehr geehrt, wenn du sagst, dass dir die CD sehr gut gefällt. Aber ich glaube, sie kommt generell gut an. Und da sind ja auch vier unserer eigenen Nummern drauf, die wir original von uns sind, von Songwritern in Amerika. Und also das erfüllt mich natürlich sehr, wenn jemand sagt, dass ihm die CD gut gefällt. Das Feedback ist immer super. Kinder- und Jugendauftrittsgruppe The Paradise of Horses ist eine der bekanntesten Jugendgruppen Österreichs und besteht seit dem Jahr 2000. Sie ist mit ihren Auftritten auch in Frankreich und Italien ein Begriff. Wir sind derzeit sehr viel unterwegs, auch im Ausland natürlich. Wir haben gehabt, Budapest waren wir, waren in Italien, wir sind heuer noch zweimal in Italien, wir sind nächstes Jahr wieder in Budapest, wir waren in Ried und wir werden jetzt heuer das erste Mal beginnen, mit den Kindern wirklich Wettbewerb zu tanzen, also Konkurs. Und auf das freuen sie sich schon. Also die Kinder sind, die wollen unbedingt bewertet werden und das gefällt ihnen auch. Es ist natürlich schwierig, das zu motivieren, immer die Kinder zu motivieren, aber es gelingt uns, glaube ich, ganz gut. The Rocky Mountain Line Dancers, die bereits ihr 10-Jahres-Jubiläum feierten, zeigten mit viel Schwung und Herz ihr Können. Last but not least begeisterte die Formation East and West die Zuschauer. Ein kleiner, aber sehr feiner Club, den man überall dort antrifft, wo gute Country-Musik gespielt wird.